Ich bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet der Hobby-Hühnerhaltung, habe mich aber durch viele verschiedene Gespräche mit erfahrenen Haltern und dem Einlesen in die Thematik so gut es geht informiert und versuche euch im heutigen Video einfach nur zu zeigen, wie der ideale Hühnerstall für Hobbyisten aussehen kann. Für so ein Projekt braucht man die unterschiedlichsten Baustoffe und alle benötigten Materialien habe ich mir beim Thom Baumarkt bei mir um die Ecke besorgt, bei dem ich schon seit Jahren einkaufen gehe. Umso mehr freute ich mich, als Thom von meiner Idee hörte und sich freundlicherweise dazu bereit erklärte, mein nachhaltiges Projekt zu unterstützen. Neben den Hühnern will ich das Projekt und den Platz auch noch dazu nutzen, um den Bienen und Insekten in unserer Umgebung auch mal etwas Gutes zu tun und werde zusätzlich ja noch so ein paar Insekten- und Bienenhotels an dem Hühnerstall anbringen. Und am Ende des Projektes will ich auch noch um den Hühnerstall herum ein paar nützlingsfreundliche Pflanzen setzen, die speziell für die Bedürfnisse von den Bienen und Insekten in unserer Umgebung gedacht sind. Einen Link wirst du unten in der Videobeschreibung finden und nun lasst uns mit dem Bau beginnen. Der Bau eines Hühnerstalls für den Hobbybereich hat viele verschiedene Vorteile, wie zum Beispiel regelmäßig frische Eier in bester Bioqualität. Eine Henne legt durchschnittlich im Jahr 200 Stück. Hühner sind außerdem sehr unterhaltsame Tiere und erfreuen Kinder, die es einfach lieben, sich um diese Tiere zu kümmern. Außerdem sind Hühner auch noch sehr praktisch, da sie Speiseabfälle verwerten können. Und ich glaube, durchschnittlich kann ein Huhn bis zu 100 Kilo Speiseabfälle im Jahr wiederverwerten. Und zu guter Letzt produzieren sie auch noch einen sehr nährstoffreichen Dünger, den man im Garten oder auf dem Balkon immer gut gebrauchen kann. Natürlich habe ich auch für dieses Projekt wieder ein 3D-Modell am PC erstellt. Ich erstelle übrigens alle Konstruktionen mit dem Programm Fusion 360. Diese Frage bekomme ich wirklich sehr häufig gestellt. Natürlich gibt es den Bauplan vom Hühnerstall auch wieder als Download und den Link wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Bei der Wahl des Materials für das Projekt könnt ihr euch für die günstigste Variante von Dachlatten entscheiden. Ihr braucht weder gehobeltes noch gefasstes Holz, sondern könnt sägeraues Material nehmen. Für das Zuschneiden von langen Teilen eignet sich eine Kappsäge einfach am besten. Besonders in Verbindung mit meiner neuen Kappsägenstation geht der Zuschnitt extrem schnell und präzise. Viele behaupten ja, eine Format- oder Tischkreissäge würde eine Kappsäge zum größten Teil ersetzen. Aber, wie ich ja schon seit Jahren sage, hat eine Kappsäge seine ganz eigenen Vorteile und ist ein Muss in jeder Werkstatt. Zumindest meiner Meinung nach. Und bei diesem Projekt kam meine Kreissäge fast gar nicht zum Einsatz, denn 90% habe ich nur mit meiner Kappsäge zugeschnitten. Jetzt, da alle Einzelteile soweit zugesägt sind, sieht man auch, wie viele Teile es im Endeffekt wirklich sind. Ich habe das Ganze ein bisschen unterteilt. Hier vorne habe ich die Unterkonstruktion, dann hier in der Mitte habe ich den Hühnerstall selbst und hier vorne liegen die Einzelteile fürs Dach. Insgesamt waren das jetzt 30 Meter Holz, die ich zugesägt habe und um hier den Verschnitt so gering wie möglich zu halten, um hier mal zu schauen, das ist jetzt der Verschnitt von den 30 Meter Holz, hält sich wirklich noch in Grenzen und der Trick, den ich hier anwende, ist einfach, ich fange immer mit den längsten Teilen an, säge die sozusagen raus und die Reststücke, die dann übrig bleiben, lege ich mir auf die Seite und dann arbeite ich mich immer mehr zu den kleinteilsten vor und wie gesagt, dadurch kann man den Verschnitt wirklich minimal halten. Wie ihr hier im Bauplan erkennen könnt, habe ich mir für das Dach von meinem Hühnerstall eine etwas außergewöhnlichere Form überlegt. Hierzu muss ich auch in die Einzelteile spezielle Winkel reinsägen und damit die möglichst genau werden, werde ich jetzt hier meine Winkelschnittvorrichtung für meine Kappsäge hier noch dran bringen. Und mit der bin ich dann auch in der Lage, wirklich diese ganzen Winkel sehr präzise und wiederholgenau anzufertigen. Zum Thema Holzverbindung war für mich bei diesem Projekt von Anfang an klar, es werden Pocket Holes. Ganz besonders bei meinem geplanten Aufbau des Fachwerks war dies die mit Abstand schnellste und vor allem stabilste Methode, die Rahmen zusammenzubauen. Natürlich hätte man hier auch mit super coolen und aufwendigen Holzverbindungen arbeiten können, was ich schon zuhauf gemacht habe. Aber ganz im Ernst, warum hätte ich das hier tun sollen? Ich liebe einfach Pocket Holes, auch wenn diese bei Schreinern und Tischlern nicht besonders beliebt sind. Ich habe jetzt mal alle Einzelteile von Grundgerüst mit ein paar Klemmzwingen zusammengefügt, um einfach mal zu schauen, wie das Ganze wirkt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass eine von den langen Seitenteilen hier, das muss nach einer Seite hin etwas offen sein. Diese Aussparung hier will ich auf jeden Fall auch die Leiste hier unten offen haben, damit die Hühner noch gut unter den Stall auch kommen. Und um dieses Stück jetzt hier unten rauszutrennen, muss ich nicht mal das Ganze auseinandernehmen, sondern ich verlängere mir einfach die Kante hier von diesem Stück nach unten. Und dann trenne ich das Ganze einfach mit der Japansäge ab. Und jetzt kann ich alle Einzelteile zusammenfügen.
Nachdem der Unterbau fertig war, konnte ich mich dem Verschrauben der Seitenwände für den eigentlichen Hühnerstall widmen. Und dank meinem Bauplan und den Pocket Holes war das gesamte Projekt so einfach wie Lego bauen und dieser Bauabschnitt war auch im Nu erledigt. Wie ihr es ja bis hierhin gesehen habt, ist der Bau von seinem Hühnerstall eigentlich gar nicht so schwer und es muss ja nicht gleich eine riesige Luxusvilla sein, in die Hühner dann einziehen. Das Wichtigste bei dem Bau ist, dass der Hühnerstall im Endeffekt zu den Hühnern, zum Halter und auch zu eurem Garten passt. Grundsätzlich gilt aber, je mehr Platz die Hühner haben, umso besser und deswegen will ich jetzt an dieser Stelle hier mal ganz kurz auf die grundlegenden Sachen hier eingehen von dem Hühnerstall, auf die ihr auch beim Bau achten solltet. Mein Hühnerstall hat eine Gesamtgrundfläche von 1,5 Quadratmeter und man sagt so im Allgemeinen, dass man bei Zwergrassen ca. 5 Tiere pro Quadratmeter halten kann, bei mittelschweren Rassen ca. 4 und bei großen und schweren Tieren ca. 3 Tiere pro Quadratmeter. Mein Plan ist es in Zukunft hier ca. 4 mittelschwere Rassen zu halten und bei 1,6 Quadratmeter ist hier sogar noch Luft nach oben. Ich will hier auch nochmal ganz explizit sagen, ich bin Anfänger in diesem Bereich. Ich habe mich zwar sehr gewissenhaft und intensiv mit dem Thema beschäftigt, muss euch aber trotzdem sagen, dass alle Angaben, die ich hier gebe, ohne Gewähr sind und ich euch unbedingt dazu bitten muss, euch einfach nochmal selbst darüber zu informieren. Natürlich brauchen Hühner auch genug Auslauf in einem Außengehege und da haben wir relativ viel Glück, denn unser Garten hat knapp 400 Quadratmeter und dort werden die Hühner dann später auch genug Auslauf haben, zwar in einem eingezäunten Bereich, aber das ist definitiv möglich. Der eigentliche Hühnerstall befindet sich ja hier oben und das hier unten ist im Endeffekt einfach nur eine Erhöhung, die ich dann nachher auch noch zumachen werde mit Maschendrahtzaun und durch diese Öffnung hier können dann die Hühner auch später hier unten in diesem überdachten Bereich sich aufhalten. Und hier nach vorne raus wird dann das überdachte Gehege kommen. Beim Bau von so einem Hühnerstall solltet ihr auch unbedingt mit einplanen, dass ihr den ganzen Hühnerstall auch gut erreichen könnt, um ihn halt eben zu säubern. Und da habe ich halt hier im vorderen Bereich eine sehr große Tür mit eingeplant, die das dann später auch gewährleisten kann. Der Hühnerstall ist insgesamt 1,60 Meter tief und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich auch noch von der anderen Seite hier nochmal so eine Klappe mit einarbeite, damit ich einfach auch von hier alles gut erreichen kann und somit den Hühnerstall stressfrei auch immer sauber halten kann. Wofür ebenso ausreichend gesorgt werden muss, ist eine Lichtzufuhr und auch eine Belüftung. Deswegen werde ich hier im vorderen Bereich und auch im hinteren Bereich diese Tür jeweils mit Acrylglas wahrscheinlich transparent machen. Dann habe ich hier oben in dem Bereich auch nochmal ein paar Fenster geplant, wo auch nochmal Tageslicht eindringen kann. Und ganz oben im Dach habe ich auch nochmal links und rechts auch nochmal so ein paar kleine Fenster geplant, wodurch ich dann, denke ich mal, für genug Tageslicht sorge. Und um im Stall für eine gute Durchlüftung zu sorgen, werden alle Fenster auch zum Öffnen und Schließen sein. Belüftung bedeutet aber nicht, dass hier ein Durchzug entsteht, denn davor muss man die Hühner wirklich schützen, dass man hier auch Bereiche einfach schafft, wie zum Beispiel, wo ich auch noch gleich drauf eingehe, die Sitzstangen, wo die Hühner dann nachts schlafen oder auch die Legenester, die müssen auf jeden Fall in einem ruhigen und windgeschützten Bereich sein. Hühner schlafen nachts auf Sitzstangen und diesen Bereich habe ich hier vorne rechts direkt neben der Tür mit eingeplant, weil unter den Sitzstangen muss auch ein Kotbrett angebracht werden, was im Endeffekt täglich gesäubert werden muss und um da halt eben, wie gesagt, täglich schnell ranzukommen und das Ganze rauszuholen, wird der Schlafbereich hier vorne im rechten Bereich vom Hühnerstall sein. Und gerade das Thema Hygiene ist bei der Hühnerhaltung sehr wichtig und deswegen habe ich auch den Boden hier, da habe ich eine Siebdruckplatte geplant, weil die sich einfach sehr schnell und einfach säubern lässt. Ein weiteres großes Thema in der Hühnerhaltung ist der Milbenbefall. Darauf habt ihr mich wirklich während des Projektes unzählige Male darauf hingewiesen und ihr habt mir gesagt, dass ich unbedingt darauf achten sollte. Meine Lösung für dieses Problem ist, dass ich am Ende das Ganze noch mit 6 mm Spanplatten alles noch auskleiden werde und dann am Ende das Ganze mit Streichkalk behandeln. Wichtig hierbei ist einfach, dass im Hühnerstall selber so gut wie keine Ritzen übrig bleiben und wenn dort welche sind, dann das Ganze mit Silikon verfugen, was ich dann auch noch machen werde. Aber man sollte das Thema auf gar keinen Fall unterschätzen und es bei der Planung von eurem Hühnerstall definitiv beachten. Und was natürlich in keinem Hühnerstall fehlen darf, sind die Legenester, in dem die Hühner im Endeffekt auch ihre Eier ablegen. Und hier ist es auf gar keinen Fall so, dass ein Huhn ein Legenest benötigt. Tatsächlich ist es so, dass sich bis zu 7 Hühner, glaube ich, ein Nest teilen. Und deswegen habe ich bei meiner Planung, ich habe ja wie gesagt hier 3 Stück mit eingeplant, bei einer Anzahl von 6 Hühnern, die ich maximal hier halten will, würde eigentlich ein Legenest reichen. Aber ich habe mir gedacht, naja, 2 sollten schon sein, falls ich irgendwie einen Huhn dabei habe, ja, was besondere Ansprüche hat. Ja. Das dritte habe ich mir dann allerdings überlegt, werde ich einfach als Futterlagerstätte nutzen, indem ich dann einfach, wie gesagt, das Hühnerfutter immer vor Ort lagern kann. Im Prinzip hätte hier eigentlich ein Legenest gereicht, aber ich fand jetzt rein von der Ästhetik und vom Aufbau her 3 einfach schöner und wie gesagt 2 für die Hennen und das eine einfach als Futterplatz.
Und zu guter Letzt braucht natürlich auch jeder Hühnerstall einen Ausgang für die Hühner in das Außengehege, welchen ich hier eingeplant habe. Der hat jetzt 30 x 35 cm und soweit ich laut meinen Recherchen weiß, ist es eigentlich die Größe, die für alle Hühner eigentlich ganz okay ist. Natürlich wird dann hier auch noch eine Hühnerleiter hinkommen, damit die guten Tiere auch ohne Probleme nach draußen kommen. Natürlich sollte man seine Hühner auch vor Raubtieren, denn die haben natürlich auch so natürliche Feinde wie Katzen oder Füchse, wobei das jetzt im Stadtgebiet nicht so wirklich relevant ist, zumindest das mit den Füchsen, aber Katzen sind definitiv bei uns in der Nachbarschaft vorhanden und da sollte man natürlich auch gucken, dass man seine Tiere dagegen schützt, ja, was besonders im Außenbereich ein wichtiger Punkt ist. Da will ich jetzt aber nicht zu viel spoilern, denn da habe ich mir schon wirklich eine coole Methode überlegt, wie man das Ganze möglichst einfach auch sicher machen kann. Und um das nicht zu verpassen, abonnierst du am besten jetzt direkt meinen Kanal und wir machen jetzt weiter mit dem Bau und zwar, jetzt ist das Dach dran. Beim Dach habe ich es mir etwas komplizierter gemacht, als ich es eigentlich hätte tun müssen. Und zwar um dem gesamten Hühnerstall so den Look von so einer alten Scheune zu verpassen, habe ich mir ein Dach ausgedacht. Ich glaube im Englischen heißt es im sogenannten Barn-Stil. Und wie ihr hier sehen könnt, mit meinem Winkeljig hat das Ganze wirklich super funktioniert. Es geht schön auf. Und ich hatte ursprünglich im Bauplan mir noch solche Verstärkungsplättchen überlegt, um diese Verbindungen hier zu stabilisieren. Aber ich werde das Ganze jetzt erst einmal nur mit Pocket Holes zusammenschrauben und dann mal schauen, wie stabil das ist. Und dann entscheiden, ob ich die Dinger wirklich brauche. Um das Dach als eigenständiges Modul zu haben, baue ich noch schnell einen Rahmen, auf den die Bögen in gleichmäßigen Abständen verschraubt werden können. Wenn du dich für genaue Maße wie die Winkel, Abstände oder etc. interessierst, den Bauplan findest du ja wie gesagt unten in der Videobeschreibung. So, das Dach ist jetzt auch fertig zusammengeschraubt. Das Ganze ging echt super schnell und an der Stelle dickes Lob an Pocket Holes. Ja, ich liebe dieses System einfach und gerade für solche Bauten hier ist es einfach perfekt geeignet. Direkt positiv aufgefallen ist mir die Stabilität von dieser Konstruktion. Gerade wenn man Druck von hier oben drauf gibt, ja, das ist wirklich wunderbar starr. In diese Richtung, Moment, ich drehe es mal ein bisschen. Hier in diese Richtung kann man diese einzelnen Teile noch ein bisschen bewegen, aber wenn dann später hier die Verschalung drauf kommt, ist das Ganze auch in sich endgültig stabil. An den beiden Enden habe ich jeweils hier noch so einen kleinen Rahmen eingelassen für ein Fenster, das später hier noch an die Seite und da hinten an die andere Seite auch noch dran kommt. Und auch positiv zu erwähnen ist die Modulbauweise, die ich bei der gesamten Konstruktion gewählt habe. Ich habe hier das Dach, dann habe ich ja auch noch den Stall und die Unterkonstruktion. All das kann ich sehr gut in mein Auto packen und dann zu mir in den Garten bringen. Denn irgendwie muss das ganze Zeug ja auch noch zu mir nach Hause kommen. Und jetzt, da das Dach ja auch endlich fertig ist, Zeit, die gesamte Konstruktion mal aufzubauen. Und am besten geht das Ganze doch definitiv draußen. Den Rahmen vom Hühnerstall werde ich aber erstmal wieder nur mit Klemmzwingen zusammenfügen, weil verschrauben will ich das Ganze erst im Garten. So, und zu guter Letzt noch das Dach. Noch ein bisschen ausrichten. Ja, was soll ich sagen? Sieht bisher aus wie ein Bauplan, oder? Jetzt bekomme auch ich zum ersten Mal eine Vorstellung von den Dimensionen von meinem Hühnerstall. Ich habe auch darauf geachtet, dass ich bei einer recht geringen Grundfläche hier trotzdem alles unterbringen kann, was Hühner bzw. glückliche Hühner zum Leben brauchen. Um so weit zu kommen, habe ich jetzt ziemlich genau 3,5 Tage benötigt und der Grund, warum ich so schnell war, liegt halt einfach daran, dass ich meinen Bauplan zur Verfügung hatte, wo ich einfach nur alle Maße runterarbeiten konnte. Wenn ihr euch für den Bau von diesem Hühnerstall und auch für die Baupläne interessiert, einen Link werdet ihr sehr bald unten in der Videobeschreibung finden, denn noch sind die Baupläne nicht fertig. Und damit würde ich sagen, reicht es auch für den ersten Teil zum Bau von meinem Hühnerstall. Wenn ihr die anderen Teile nicht verpassen wollt, dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank noch einmal an Thom Baumarkt, die dieses Projekt hier sponsern. Und ich würde mich riesig freuen, euch im nächsten Teil vom Bau von meinem Hühnerstall wiederzusehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns.